Droht der Rente mit 63 doch noch das aus, jetzt noch früher in Rente gehen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, so wie es jetzt aktuell aussieht, ist ja das Thema Rente mit 63 quasi bei der Ampelregierung abgekocht. Ja, wir hatten ja da einen Haufen Streitereien und Vorschläge von der FDP und was man alles bei Rente anders machen kann. Und jetzt haben wir das Maßnahmenpapier zum Haushalt 2025 und dort steht ja zum Thema Rente mit 63 Abschaffung nichts drin. Was verstehen wir unter Rente mit 63? Das ist die abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte, die es mit Rechtsstand 1.7.2014 in der Variante gab damals, dass die Geburtsjahrgänge vor 1953 schon erstmals mit 63 und abschlagsfrei in Rente gehen konnten, dann mit 45 Jahren Wartezeit und jetzt im Jahrgang 1960 zum Beispiel, also die Geburtsjahrgänge 1960, die können mit 64 Jahren und 4 Kalendermonaten in diese Altersrente gehen. Diese Altersrente, diese abschlagsfreie Altersrente ist den Arbeitgebern, den Wirtschaftslobbyisten und vielen Beraterinnen und Beratern, die die Bundesregierung beraten, auch den Wirtschaftsweisen ein Dorn im Auge und die wollen diese Rente mit 63 abschaffen. Ja, meine Damen und Herren, warum diese Überschrift, warum meine Überspitzung? Ganz klar, aktuell bis 2025 dürfte die Rente mit 63 doch relativ sicher sein. Ja, aber was kommt danach? Wir werden wahrscheinlich nach den neuesten Umfragen es mit einer neuen Regierung zu tun bekommen. Und sollte die Regierung CDU, CSU heißen, dann geht es der Rente mit 63 aller Wahrscheinlichkeit an den Kragen. Linnemann und Co., Merz auch, haben ja schon angekündigt, dass die Rente mit 63 dann abgeschafft wird. Es ist im Grunde genommen aber nur ein politisches Spielchen. Die Frage ist immer noch dann, was passiert danach? Die Rente mit 63, die abschlagsfreie Rente mit für besonders langjährig Versicherte abzuschaffen, ist aus meiner Sicht verfassungsrechtlich problematisch. Zumindest für die Leute, die rentennah sind, wird es dann schon ganz schöne Schwierigkeiten geben. Dort müssen wiederum Übergangsvorschriften gefunden werden, um die Anwartschaften und die Rechtsansprüche hier abzusichern. Aber das ist noch ein juristisches Problem. Jetzt haben wir erstmal dieses politische Problem. Und meiner Auffassung nach kann sich in Deutschland hier niemand sicher sein. Also ich kann zum Beispiel niemanden sagen, was passiert nach 2025, wenn eine CDU-CSU regierte Bundesregierung an der Macht ist. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich weiß es nicht. Es kann recht schnell gehen, dass wenn entsprechende Mehrheiten da sind und die FDP würde ja bei einer solch geführten Regierung locker mitmachen. Die schreien ja, die sind ja die Ersten, die geschrien haben und die sagen ganz einfach, alles klar, die Rente mit 63 wird abgeschafft. Ja, meine Damen und Herren, was ist jetzt nun mit der Altersrente für langjährig Versicherte? Wird die auch abgeschafft? Das ist die Altersrente, die Sie mit 35 Jahren und direkt mit 63 in Anspruch nehmen können, dann aber mit Abschlägen. Die erstgenannte Rente ist ja immer abschlagsfrei, das wissen wir ja. So, also wird die nun auch noch abgeschafft? Ich weiß es nicht. Ich glaube es eher nicht, weil die Abschläge dann wiederum bedeuten ja für Sie eine Rentenkürzung. Und wer zum Beispiel 1964 geboren wurde, der kann 2027 mit 63 in Rente gehen, kriegt dann einen maximalen Abschlag, die Höchststrafe 14,4%. Das ist schon der Hammer. Und deshalb kann ich nur sagen, meine Damen und Herren, wer abschlagsfrei in Rente gehen kann, sollte das vielleicht dieses Jahr schon tun. Wenn Sie dann noch weiterarbeiten wollen, dürfte dem ja möglicherweise nichts entgegenstehen. Sie müssen das mit dem Arbeitgeber absprechen und dann können Sie ja noch ganz normal weiter arbeiten gehen. Oder wer möchte, kann auch 2025 die Rente in Anspruch nehmen. Aber garantieren kann ich Ihnen nicht, ob es im Jahr 2025 dann tatsächlich diese Altersrentenart nach der Bundestagswahl noch geben wird oder diese Altersrentenart dann entsprechend Bestand haben wird. Das kann Ihnen niemand garantieren. Natürlich beschwichtigt die Deutsche Rentenversicherung, beschwichtigt Gundula Rosbach und andere auch, aber letzten Endes, ich weiß es nicht. Ich finde auch, dass zu viel Hype um diese Rente gemacht wird. Ich denke auch, dass viele Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sich selber an die eigene Nase fassen müssen und sich die Frage stellen müssen, warum wollen denn eigentlich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt schon so schnell wie möglich in Rente gehen? Hat das was mit mir zu tun oder ist es vielleicht der Druck? Ist es fehlende Anerkennung? Was auch immer. Da müssen Sie sich bitte mal alle selber an die eigene Nase fassen, wie Sie mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgehen. Ja,
Das soll es gewesen sein zu diesem Thema. Droht also der Rente mit 63 jetzt wirklich noch das aus? Nächstes Jahr 2025, was passiert dann? Was können Sie tun? Natürlich, eines ist klar, wenn Sie die Voraussetzungen erfüllt haben, ab in die Rente und den Ruhestand genießen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.